Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wieder hier gemeinsam mit meinem Chat auf Twitch. Wir ziehen uns heute hier zusammen mal wieder ein paar wunderschöne Memes rein. Und heute, meine Freunde, habe ich hier vorbereitet die besten Memes aus ganz Mykonos. Ja, wir arbeiten den Urlaub nochmal ganz kurz auf. Es war wirklich ein sehr, sehr wilder Urlaub. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe Menschen auf einem Level kennengelernt, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich so kennenlernen kann. Ich weiß auch nicht, warum jetzt hier ein Yong-Emote-Spam im Chat ist, Digga. Das macht absolut keinen Sinn. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Link. Tobi hat sich hier entspannte TikToks rausgesucht aus Mykonos. Ich würde sagen, rein in die Masse. Let's go. Was haben wir hier? Zeig ihn. Dieser Kerl trifft eure Schwester. Das ist immer das Problem. Wenn ihr eine Schwester habt, dann ist das sehr gefährlich, weil Nico könnte eure Schwester. Warte, ich hab noch Wasser im Ohr. Man kann an der Stelle auch noch einfach mal sagen, Nico, korrekt, dass du nur 5 Kilo zugenommen hast, mein Man, Alter, sehr, sehr entspannt. Max ist, glaube ich, schwanger geworden in der Zeit. Okay, sehr, sehr geiles Video. Aber es war sehr lustig, wir haben gestern ein paar Mädels angelabert. Nummer ging komplett nach hinten los. Wir haben dann auch ein paar hässliche... Oh, wir haben 20 verschiedene Frauen angelabert. Wir haben wirklich, also an dem Abend, wir haben zu dritt eine Mission gemacht. Wieso bin ich eigentlich im Inkognito-Modus? Ist egal. Wir haben zu dritt eine Mission gemacht und sind hingegangen und sind, also Sydney, Nico und ich sind in die Stadt gegangen und haben überlegt, okay, Sydney und alle und so wollen irgendwie, dass ein paar Frauen da rumhängen und chillen, sind dann also in die Stadt. Ich sag's vorneweg, es hat nicht geklappt. Wir sind also in die Stadt und haben dann wirklich uns kategorisch nach unten abgearbeitet tatsächlich. Also wir sind immer tiefer in die Stadt rein und je weiter man in die Stadt reingeht, umso schlimmer werden die Clubs, umso vielfältiger, würde ich sagen, wird auch das Publikum tatsächlich. Und ja, also nicht mal die Frauen über 50 wollten mir das nach Hause gehen. Ich distanziere mich. Wir haben dann auch ein paar angelabert, die jetzt nicht ganz unserem Geschmack entsprechen. Aber es war sehr... sehr, sehr entspannt, Digga. Das hast du sehr schön formuliert, mein Mann. Ey, das ist so crazy, wie die ganzen Clips hier aus Mykonos so viral gegangen sind. Holy das... Da sind wir immer noch alle sehr stolz drauf. Holy Mann. Da sind wir alle immer noch sehr, sehr stolz drauf. Ohne... Nein, es war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen jetzt unbedingt, wir holen uns jetzt Übungsfleisch auf J-Niveau. Wir wollten einfach irgendwelche Leute da haben. Wir haben ja voll oft einfach deutsche Gruppen angelabert mit Jungs, damit es voll chillig ist, da zum Rumhängen, weil wir wollten immer so ein bisschen Hausparty haben. Also Max, wenn du das jetzt feierst, dann sag einfach nichts. Ey, Digga, Max hat wirklich auch teilweise echt gelitten. Aber ich glaube, wir haben alle untereinander gelitten, das passt schon. Das geht mir nur, das geht mir nur ums Meme. Ey, und jetzt bestell den mal, wenn er unsere Hauptspeise bringt, bitte, dass er das macht. Ich will, dass der auf mein Essen scheißt. Bestell ihn mal bitte, Redi. Oh Mann, oh Junge, schaut mal sein Gesicht. Das geht mir nur ums Meme. Ey, und jetzt bestell den mal, wenn er unsere Hauptspeise bringt, bitte, dass er das macht. Ich will, dass der auf mein Achtung Essen jetzt, Achtung scheißt. Jetzt. Bestell ihn mal bitte, Redi. Okay. Junge, man, es ist so einfach, Max aus dem Konzept zu bringen. Oh, Junge. Oh, schau mal. Trimax, er trinkt auf Mykonos. Oh nein. Oh, Junge, Digga. Max ist wirklich einfach Goat gewesen, Junge. Einfach Goat. Max ist einfach ein laufendes Meme. Auch wichtiger Clip. Sympathisch, beste Seite. Ja. Deine Bestellung. Ach so. Für den Stream meinst du. Ah, die. Gut. Junge, Alter. Max, ich liebe diesen Kerl. Ich liebe diesen Kerl. No joke. Allerwichtigste Chat bei so einem Kofferpack immer. Was ist das Wichtigste? Chat, was ist das Erste, was ihr immer in den Koffer reinpackt? Kondome. Also gut, so, liebe Leute, der Griechenland-Trip kann losgehen. An der Stelle kann ich nur mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, Nico. Das hat da wohl im Urlaub nicht so gut geklappt, würde ich sagen. 15 Uhr ist es. Ich dachte, du hilfst dir beim Flughafen. Also. Wo war der Fahrer? Ja, wir haben einen Fahrer. Das habt ihr gestern gemacht? Ja. Warum redest du so witzig? Ich bin noch gerade aufgestanden. Vicky, Sternhage voll auf dem Stepper! 15 Uhr! Ey Junge, Alter Digga, what the f. Das war wirklich Dauerzustand. Vicky! Vicky! Hör mal zu! Vicky, mach mal was aus! Ja, Vicky liegt hier seit 15
50 Minuten mit Augen zu, hält ein Handy direkt vor seine Fresse mit Augen zu, zieht sich irgendeine Dose rein, versteht aber eh kein Wort, weil er sich mit 7 Dezibel den Föhn ins Face kann, aber er schläft auch nicht ein. Ey, Digga, ich hab das Zimmer neben den gehabt, wie Max Nippel da ausguckt. Ich hab das Zimmer neben den und ich hab die ganze Nacht hab ich entweder Max gehört, wie er irgendwelche Schlager geschrien hat und wirklich, also Max hat einfach in Karaoke gesungen, wie der Föhn lief und Niki und Max sich darüber gestritten haben. Auch geil, ich komm rein und ich denk mir so, okay, Max ist sicherlich am Pennen. Der ist ja schon was früher gegangen, also ist der schon echt im Arsch. Ich komm rein und Max ist so eingeschlafen mit seinem Handy auf seinem Kopf und währenddessen läuft Podcast über Finanzen. Und Max hat den Mund auf und das eine Auge schielt so ein bisschen. Junge, what the f***? Ich dachte, der Boy lebt nicht mehr, Alter. Also, wie kann man denn so pennen? Warum der Föhn? Weil Micky eine Psychose hat, Digga. Der kann nicht anders. Micky kann nicht anders. Der Föhn ist einfach Mickys Leben. So, ich hab gestern alles ins Auge bekommen, was man ins Auge bekommen kann. Duscht sich ab mit übelstem Chlorwasser, alles geht. Also, hat mir niemand jetzt, niemand von mir hat mir von euch gesagt, dass es Chlorwasser ist. Dauerhaft nur ins Gesicht. Soll ich mir den Augen schmecken oder was? Dauerhaft nur ins Gesicht. Mann. Alles, egal was gekommen ist, nur ins Gesicht. Auch da wieder gehen wir nicht auf nähere Dinge ein. All I need is a love night. Ey, nicht vom Becken anspringen. Nicht vom Becken anspringen, ist ein Schild. Das ist ein Schild. 2, 1. Oha. Ha, warte mal, bist du heute... Ich bin auch einmal fast im Pool ertrunken, weil ich so besoffen war. Die zu Besuch ist, die Geile. Erzähl mal was über dich. Was sind deine Qualitäten, du süße Maus? Was machst du so beruflich? Bist du die Gäste? Bist du der Gast heute im Stream? Boah, du hast ja süße Brüste. Schau mal. Hast du schon mit Nico gefickt? Ey, nicht vom Bett. Danke, dass du den Föhn da gelassen hast. Digga. Cool. Sag mir, Mickey, dass Junge, du abgehoben bist. Und also wirklich, sagen, sowas unglaublich. Mickey fängt an. Dummes. Yo. Es ist doch so geil, dass keiner im Krankenhaus war. Mehrere hundert Euro. Und das allein, dass mein Kopf Mickey in diesem Schuss drin raus gesteckt hat. Sag mir, dass du abgehoben bist, ja, Mickey, komm, ohne zu sagen, dass du ganz abgehoben ehrlich bist. Ganz ehrlich, Mickey, Mickey macht weiter. Mickey kauft sich hier auf entspannt eine Badehose für 150 Euro. Eine Badehose, what the fuck. Das Ding wurde nicht einmal getragen und hier... You're not older, eh? Not older? I'm 26. But you look like 18. Ah, okay, thank you, I guess. That was a compliment. Thank you. Mit wem hat er da geredet? Sancho! Sancho! Wer ist Trimax für den Chat? Bei Avengers. So, wer bin ich? Hülk schreiben alle. Scheiß drauf, der! Wo ist Max? Max ist schlafen. Der Ogre hat sich schlafen gelegt. Willst du sagen, warum? Soll ich sagen, wie? Ja, weil er gekifft hat. So Leute, wir hatten den kleinen Tischwechsel, weil... Nico ist, glaube ich, einfach ein Traum für jede Frau. Also ich sag's euch, wie es ist. Wir haben uns wirklich... Übrigens, an dem Abend hat es mit keinem von den dreien geklappt. Das lief den ganzen Urlaub generell einfach absolut beschissen, muss man ehrlich sagen. Aber, also, das Geheimnis von uns oder von Nico ist gewesen, dass er einfach 40 Leute angesprochen hat und bei 2 hat es dann funktioniert. Anders ging's nicht. Das Problem ist, man denkt, man ist reich, bis man auf Mykonos ist und dann sieht man, was Reichtum ist. Weil dann sieht man wirklich, dass man nicht reich ist. Aber gut, interessant. Ey, das waren... Oh, Digga, oh, da kam ein bisschen Kotzo. Das waren die Top-Notch-Memes und TikToks hier aus Madeira... aus Mykonos. Sau geil, Mann. Ich würde sagen, wir ziehen uns ein paar Videos rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf Internet. Ach, Mann!